Ja, was sind sie? Die besten Gadgets für uns Dampfer. Aber bevor wir jetzt anfangen, ihr wisst ja selber, es gibt ein wahnsinnig großes Angebot an Gadgets für uns Dampfer. Darum beschränke ich mich in diesem Teil heute wirklich nur auf die Sachen, die ich selber zu Hause habe und auch persönlich nutze. Alle Sachen, die ich ansprechen werde, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung, damit ihr es eventuell auch haben könnt, wenn ihr sagt, boah, das brauche ich auch unbedingt. Aber ich habe auf jeden Fall vor, noch einen zweiten Teil zu machen, gerade weil es eben so viele Sachen gibt. Und das seid jetzt ihr so ein bisschen gefragt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wo ihr sagt, boah Steffi, dieses Gadget ist nicht nur ein Gadget, sondern es ist wirklich ein Must-Have, guckt dir das mal an. Da freue ich mich echt schon mördermäßig drauf, was ihr da so alles in die Kommentare reinpackt. Wohin mit den Ersatzakkus, dem Liquid und dem Akkuträger, damit er nicht verkratzt, wenn man draußen unterwegs ist? Verteilt ihr da alles auf die Hosentaschen? Mädels haben es da ein bisschen einfacher, ne? Die klatschen einfach alles in die Handtasche rein und gut ist. Ganz, ganz wichtig, die Akkus nie lose in die Handtasche. Dicke fette Ausrufezeichen, packt eure Akkus immer in eine Aufbewahrungsbox und legt sie erst dann in die Handtasche. Klar, wenn ein Mann mit seiner besseren Hälfte unterwegs ist, dann bin ich mir zu 100% sicher, kriegt die Frau die ganzen Sachen. Ne? Gerade wenn man viele Akkus braucht, wenn man hier mit einem Typ unterwegs ist, dann wird erstmal die Handtasche der Freundin vollgeknallt. Ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Doof nur, wenn die bessere Hälfte mal nicht mit dabei ist. Aber keine Sorge, dafür gibt es mittlerweile auch eine Lösung. Es gibt nämlich wirklich schöne, schicke, schlichte Taschen, wo alles aufbewahrt werden kann. Und ja, auch Männer können diese Taschen tragen. Aber wenn ich mir das so recht überlege und an das Chaos bei den meisten Handtaschen der Mädels dran denke, ist so eine Aufbewahrungstasche für die Mädels wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Für all diejenigen unter euch, die wirklich leidenschaftliche Tröpfler sind und auch beim Autofahren nicht drauf verzichten wollen, für die ist wirklich ein Dripper nicht nur ein Gadget, sondern ein absolutes Must-Have. Denn Nachtröpfeln während dem Autofahren ist nicht nur absolut unpraktisch und umständlich, sondern ist wahnsinnig gefährlich. Ihr habt beide Hände vom Lenkrad weg. Darum legt euch einen Dripper zu. Ihr braucht euch den Dripper wirklich nur vorne an der Frontschutzscheibe mit diesem Saugnapf befestigen und schon könnt ihr während dem Autofahren ganz entspannt und vor allem sicher nachtröpfeln. Und weil wir gerade Thema Dampfen während dem Autofahren sind. Wo stellt, legt ihr euren Akkuträger hin, währenddessen ihr im Autofahren seid? Also ich habe meinen meistens irgendwie auf dem Schoß liegen oder vorne bei der Mittelkonsole einfach nur so eine Ablage. Da lege ich ihn meistens rein, was natürlich mit Tröpfler schon mal absolut nicht geht, weil er einfach die ganze Zeit auslaufen wird. Und so eine wirklich gute Lösung, habe ich festgestellt, ist das auch nicht. Denn einmal eine bisschen eine schärfere Kurve und mein Akkuträger verabschiedet sich und liegt irgendwo im Fußraum. Aber für das Problem habe ich mir jetzt eine Lösung gesucht, weil es mir einfach wahnsinnig auf den Nerv gegangen ist. Und zwar habe ich da so eine kleine Tasche gefunden, die man einfach vorne bei den Lüftungsschlitzen befestigen kann. Stellst den Akku und sein Liquid rein und es ist einfach alles fest und es fliegt nicht in der Gegend rum. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr praktisch, gerade für Leute, so wie bei mir, ne, wo du einfach keine Ablage hast, wo du den Akkuträger oder dein Liquid auch ordentlich reinstellen kannst. Und jetzt zu den Leuten, die dem HBV, dem Haben-Will-Virus, schon verfallen sind und nicht nur ein Setup zu Hause rumstehen haben, die kennen das Problem. Wohin mit den Verdampfern, die man momentan nicht nutzt? Denn so einen Verdampfer einfach ins Regal zu stellen, ist einfacher gesagt als getan. Entweder fallen sie um, kullern runter, liegen auf dem Boden oder die Verdampfer mit einer Botte im Airflow liegen seitlich und es läuft alles aus. Hierfür gibt es so kleine Verdampferregale. Die gibt es wirklich aus verschiedenen Materialien in verschiedenen Formen und Farben. Und dann stellt ihr ganz einfach eure Verdampfer oben rein und sie kullern euch nicht mehr in der Gegend rum oder laufen aus, weil sie einfach fest in diesem kleinen Regal drin stehen. Gerade für diejenigen unter euch, die einen Akkuträger mit einem fest installierten Akku nutzen, für die ist eine Powerbank wirklich unverzichtbar, meiner Meinung nach. Denn was macht man denn, wenn man draußen unterwegs ist, der Akku leer wird und man einfach keine Steckdose in der Nähe hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich immer eine Powerbank in meiner Handtasche mit bei. Die ist wahnsinnig leicht, die ist ultra dünn und optisch sieht sie auch noch schick aus. Zur Not kann ich da auch mal mein Handy mitladen, was öfter mal passiert. Wer von euch seinen Verdampfer jetzt komplett einfach und ohne großen Aufwand reinigen will, der wird einen Ultraschallreiniger wirklich lieben, kann ich euch sagen. Das ist vollkommen easy, das ist vollkommen einfach. Ihr legt den Verdampfer einfach nur rein, wartet die brechende Zeit ab und der Verdampfer kommt raus und ihr denkt, wow, ich habe einen neuen Verdampfer. Es ist wirklich komplett easy und komplett einfach zu bedienen und man kann hier nicht nur die Verdampfer reinigen, nein. Ihr könnt euren Schmuck damit reinigen, ihr könnt Brillen reinigen, man kann auch ein Gebiss drin reinigen, habe ich gelesen.
Man kann Besteck reinigen, also man kann da wirklich eine Unmenge an Gegenständen damit reinigen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich eine Investition, die sich für mich wahnsinnig gelohnt hat, und zumal war sie noch nicht mal teuer. Entweder braucht man Sleeves, weil sich einfach der Mantel mit der Zeit von eurem Akku löst oder irgendwo einen Riss hat. Und ganz wichtig, ihr wisst ja, man soll nie einen Akku verwenden, bei dem der Mantel defekt ist. Oder man will ganz einfach seinen Akku pimpen. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, es gibt wirklich eine wahnsinnig große Auswahl an Sleeves. Es ist wirklich gigantisch. Von Minion bis Spider-Man, also da ist wirklich für jeden von euch das entsprechende, das passende Motiv mit dabei. Aber ich finde auch, es ist nicht nur optisch wirklich nice, sondern es gibt auch einen praktischen Aspekt dahinter. Und zwar kann euch niemand mehr so schnell ganz aus Versehen den Akku klauen. Oder auch wenn ihr draußen unterwegs seid und ihr habt mehr Akkus mit dabei, der Akku ist leer, ihr wechselt ihn und denkt euch so, okay, wo stecke ich jetzt den leeren hin, wo stecke ich den vollen Akku hin? Ist mit den Motiven völlig einfach und völlig easy. So Leute, das war jetzt Teil 1 zu den Dampfer Gadgets. Teil 2 wird auf jeden Fall folgen. Schreibt mir eure Gadgets auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und dann, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und dann natürlich wie immer, Leute, es war mir eine Ehre. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Habe die Ehre.